Hallo und danke, dass ihr mal wieder reinschaut. Am Sonntag fand in Rosendahl ein offenes Old- und Youngtimer-Treffen statt. Dazu geladen hatte das Autohaus Voss. Ein guter Anlass, mal wieder nach Rosendahl zu fahren. Denn nicht nur die Fahrzeuge der angereisten Teilnehmer waren zu sehen, auch die Türen des Classic Center und des Museums waren für die Besucher geöffnet. Und da sich der Herbst mit viel Sonne und ein paar Wolken von seiner besten Seite zeigte, wurde es hier auch richtig voll. Fahrzeuge aus vergangenen Jahrzehnten, Old- und Youngtimer, darunter einige wirklich schöne und seltene Exemplare, füllten das Gelände rund um das Autohaus. Doch nicht nur die Fahrzeuge der angereisten Teilnehmer waren zu bestaunen. Wer Lust hatte, konnte sich im Classic Center umsehen. Auch hier viele hochwertige Oldtimer, die für Reparatur- oder Restaurationsarbeiten bereitstanden. Darunter auch er, als Modell und auch im Original, der kultige Flower Power Bully aus der TV-Doku-Soap Die Ludolfs. Aber nicht nur der Bully der Ludolfs, auch Peter Ludolf, hier zusammen mit Ralf Voss, war unter den Gästen. Es war ein kurzweiliger Tag hier in Rosendahl. Alte und auch seltene Fahrzeuge, draußen die angereisten Teilnehmer, Arbeitsprojekte im Classic Center und dann noch das Oldtimer Museum. Liebevoll aufgebaut und absolut sehenswert. Auch hier tolle Fahrzeuge und Ausstellungsstücke aus vergangenen Jahrzehnten. Ein solches Programm bekommt man bei einem Oldtimer-Treffen normalerweise selten geboten. Doch das war noch nicht alles. Essen und Trinken selbstverständlich. Und in der Halle sorgten die Rocket Riders mit Live-Musik für gute Stimmung. Und das alles für einen guten Zweck. Denn es wurde eine Spendenaktion für die Deutsche Kinderschlaganfallhilfe durchgeführt. Unter anderem bot BHP Motorsport am Sonntag Chip-Tuning zum Sonderpreis an. Eine Bäckerei hatte 200 Engelchenbrote zur Verfügung gestellt. Auch der Erlös aus diesen Aktionen wird gespendet. Mein Fazit: Das gute Wetter, die vielen Besucher mit und ohne Fahrzeug, die gute und stimmige Planung machten den Event zu einem vollen Erfolg. Ich freue mich schon auf das Treffen im nächsten Jahr.
sind am Ende. Das war unser Beitrag vom Old- und Youngtimer-Treffen in Rosendahl. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Viel mehr gibt es auch nicht in diesem Jahr. Die Saison ist so gut wie durch. Viele Fahrzeuge gehen jetzt zum Überwintern in Hallen und Garagen. Bei anderen wird über den Winter geschraubt. Wie auch immer, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Horst.